10er-Kombo bringst, du Ficker. Okay. Okay. Ich kann auch asozial spielen. Mein Gott, wenn die Leute einfach nichts drauf haben, dann müssen sie einfach irgendwas spammen. Ja, und du kommst jetzt wieder mit deiner 10er angeschissen, schätze ich. Ja, dann probier das mal bitte. Es ist so negermäßig, was er da abzieht. Also Entschuldigung für die Wortwahl wieder mal, aber bei Tekken rutscht mir einfach sowas mal raus. Ey, fuck you, Mann, fuck you. Du willst da jetzt nicht ernsthaft noch irgendwas bringen, Alter. Da komme ich mit Low um die Ecke. Schwanzgesicht. Hör, lol. Gut, dass er nicht getroffen hat. Willst du? Ha, kein Perfekt, Nutze. Boah, in den Rücken tut natürlich ultra weh. Ja, er will halt dauernd seine 10er-Kombo, den muss man einfach dauernd unter Druck setzen. Ja, was für ein Stricher, Mann. Ey, fick dich. Fick dich, ohne Scheiß, Mann. Jetzt bin ich völlig Banane, ey, weil der mich hier zu einem Blockwettbewerb rausfordert und er mich dauernd kontert will. Er macht's dauernd. Ich muss sie finishen. Ja, ja, es ist nicht vorbei, kleiner Magaru. Es reicht halt einfach. Naja, damit hätte es jetzt nicht gerechnet, ne? Fick dich doch mal, wie kann denn der schneller sein? Ah, Mann, der Wang, ey, der Wang ist auch so einer. Jetzt pass auf, der tut weh. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich, Alter. Was? Nein! Wie konnte sie das kontern, ey? Was für ein Neger. Na, sorry, schon wieder gesagt, aber... Ja, ja, da habe ich den Zeitpunkt abgewartet, du mit deiner 10er-Kombo-Spammerei, du Wichser. Kannst du mal sehen, Alter. Lucky Boss. Andere können auch gut fighten. Nicht bloß du, Spammer. Der hat ja eh nicht so gute Stats. Also ich glaube nicht, dass der überhaupt so erfolgreich ist mit seiner 10er-Spam-Attacke. Irgendwann checkt man es dann doch zu blocken. Oh, Kohlensäure in my face. Ah, so schön feucht. Nass. Naja. So, Mokuchin. Wie geht es Ihnen? Ich bin wieder mal da. Und warte auf den Nächsten, der mich mit irgendeiner Scheiße totspammen will. Kann natürlich vorkommen, dass wieder so einer kommt. Ja, da muss man einfach möglichst schnell das Kontern... Kontern. Das Kontern wäre auch von Vorteil, aber ehrlich gesagt bin ich dafür einfach nicht gut. Nur Mokuchin. Ja, wir sind mal zu schlecht. Wir bleiben lieber bei dem, was wir können. Blocken und dann zuschlagen. Das Einfachste. Oh. Der ist schon schön, aber... Ja, der macht schon Fun, aber... Was könnte ich denn da ansetzen? Wenn ich ihn überhaupt hinkriege. Also, das ist ja auch schwachsinnig, da dauernd diese zwei Schläge infight zu machen, weil ich dann den Move nicht hinkriege. Das ist ja wie beim Tanzen, das ist ja idiotisch. Die ganze Zeit bloß einen Move zu machen. Nach einer halben Stunde lachen dich die Leute aus. Und zerren dich in eine dunkle Gasse, ziehen ja die Hose runter und
Ich kann noch nicht darüber sprechen. Nein, Hoverang wieder. Ich, Glückspilz. Ich bin ja so glücklich, dass du da bist, Hoverang. Ich hatte echt schon Angst, wir sehen uns gar nicht. Und dann bist du auch noch super tight angezogen. Du bist ja krass. Ja, das war jetzt episch fail von mir. Whatever, Digga. Was hast du hier vor? Oh, ich dachte, da kommt Low. Ja, da muss man aufpassen beim Hoverang. Jetzt kommt Low. Nee, da kommen Schläge. Ja, krass. Ja, krass. Und nichts geblockt. Lieber Just Cheap. Ja, das war logisch. Da muss man einfach sein Schienbein schützen. Sein fucking Schienbein einziehen. Jetzt reicht's, Digga. Ich kann auch ein bisschen was ich... Oh, jetzt packt er mich! Weißt du, das ist halt ein Arschloch-Move. Jetzt muss einfach was kommen. Es muss ihn finishen. Schaff ich's bis zur Wand. Fuck. Ah, schön! Schön gepackt. Wow, da ist er schön reingeswitcht, Alter. Oh Mann, warum denn immer packen? Ach, fuck you, Mann, ey, Lacker. Ja, das ist halt auch eine miese Scheiße, ey. Nimm jetzt dann Eddie und dann fick ich jeden, Alter. Er bleibt halt einfach liegen wie so ein Mädchen, ey. Ja, der Hoverang ist halt das Scheißproblem. Den müssen wir als erstes finishen. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn. Er hat es echt überlebt, aber er wechselt nicht. Und das ist sein Fehler. Und mein Glück. Der hat ja nicht mal positive Stats. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so anstelle hier bei dem. Oh Mann, das war so klar. Jetzt, komm schon. Mach doch mal auf jetzt. Was? Digga, was ist dein fucking Scheißproblem? Ja, wow, wow. Ultimativ geiler Move. Also der war wirklich Hammer. Nichtsdestotrotz ist mein Gegner ziemlich schwul gewesen. Wahrscheinlich immer noch schwul. Vielleicht hat er auch gerade einen Schwanz im Mund oder so. Ich glaube, ich habe sogar in seinem Atem einen Schwanz gerochen. Es kann sein, irgendwie sowas. Also kein netter Gegner. Nee, nee, nee. Müssen wir gleich nach Russland bringen. Hier, Putin kümmert sich drum. Der alte Menschenfreund, ne? Ja. Ah ja, wieder verloren. Das macht mich ein bisschen Depri. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mehr geblockt hätte, hätte ich auch eine Chance gehabt. War nicht so auf der Höhe. Schade drum. Wieder mal eine vergebene Chance. Den muss ich, glaube ich, öfters machen. Packen dann. Wenn die Leute immer schön geblockt haben, einfach packen. Macht er aber nicht immer. Wie macht dann das? Viereck und Dreieck gleichzeitig drücken normalerweise. Also so mach's ich immer. Und dann in die Richtung zum Gegner. Also immer zum Gegner hin. Egal, ich brauche das jetzt nicht erklären. Das muss ja alles bloß in meinem Kopf stattfinden. Aber ihr wisst ja, wie hohl mein Kopf ist. Also... Da ist nicht viel mit Nachdenkprozess oder sowas. Das ist eigentlich nicht existent. Es gibt drei Bereiche in meinem Kopf. Die drei will ich jetzt aber nicht aufzählen, weil es sein könnte, dass die Polizei zuhört. Nein, hört natürlich nicht zu. Ah, Miharu ist eine richtige Nutte. Ich hasse sie. Boah, der war ja, das war ja nochmal übel weggelackt. Ja. Sie ist halt auch eine Drecksau. Also das muss man einfach mal so sagen.
Sie versucht auch sehr viel low zu kommen, das wette ich. Also jetzt, bis jetzt hat sie es noch nicht probiert, aber sie wird es probieren. Was? Ich hab geblockt, Alter. Ich schieb's ja ungern aufs Pad, aber es gibt halt so Momente, da ist es einfach klar, dass das Pad schuld ist. Also, kennt ihr sicher. So einfach so Momente, wo man weiß, man hat das Richtige gedrückt und es passiert trotzdem das Falsche. Und ja, ich hab grad Grace gemacht, aber das war jetzt nicht sehr bewegend. Doch, war es eigentlich schon. So, wir sind wieder dabei. Hier live bei Just Cheap LP TV V2 Beta, nee, eher Alpha. Ja! Ja! Es ist ja so schön, dass du Freude hast. Mit deinem ganzen Schwachsinn rumgejumpt, oder? Boah, das war ja mal schön weggelackt von mir. Und kann sie was da? Ja, sie kann da was. Das war's schon. Also da muss mehr kommen. Um mich zu besiegen, muss da wirklich mehr kommen. Sowas zum Beispiel ist auch schön. Ja, ich konnte nicht mehr blocken. Die Schläge waren so intensiv in meiner Magengegend, dass ich mich völlig wehrlos in die Ecke gestellt habe. Da wollte ich sie packen. Passiert noch, keine Sorge. Achso, ich habe ja auch noch den 10er-Kombo. Wenn ich ihn hinkriege. Das Problem ist, ich kriege ihn nicht hin. Ja. LOL! Schade, dass es sich nicht umgedreht hat. Ich dachte, sie würde sich umdrehen. Jetzt hör doch mal deinen scheiß Drecksgeblocke auf. LOL, ich konnte nicht blocken. Wow! Noch nie gesehen. Ach, das war's. Schön, schön. Okay, ich sehe es ja ein, du hast was drauf und sitzt wahrscheinlich zu Hause und hast deinen Schwanz in der Hand und bist ein richtiger fetter Nerd, ey. Komm schon. Ja, diesmal machen wir das mal ein bisschen eindeutiger. Ja, das ist halt schön, wenn der trifft und wenn der erst trifft. Meine Fräse. Da holt sie mich runter mit irgendwelchen Luckshots. Ey, das ist unfassbar. LOL, was macht denn die da für einen Scheiß? Bam, Alter. Bam, bam, bam. So mag es General geil. Ja, da hilft dir dein ganzer Tittenbonus nichts. Ich mach dich jetzt platt. Hä? Warum ist denn die so schnell auf einmal? Ach, fuck, das kannst du eh schon knicken. Ja, das war's. Außer ich mache jetzt noch ein krasses Perfect. Also, jetzt kein Hit mehr. Abkriegen. Das, nee, das war's. Ah, shit. Sie kann mich aber auch nicht finishen, lustigerweise. Ich stehe da eine halbe Stunde mit einem Millimeter Energie im Ring und sie bringt es nicht fertig. Und trotzdem hat sie gewonnen. Trotzdem hat sie gewonnen. Mir fehlt dann einfach die letzte Konzentration, lässt dann nach und dann denke ich schon wieder an xvideos.com und ich bin dann schon wieder ganz woanders. Es ist halt schlimm. Jetzt brauche ich schon wieder 10 Siege, um mit Lars in die positiven Stats zu kommen. Es ist so nervig. Ich komme einfach nicht rein. Das ist ein ziemlicher Dick-Move von Tekken, dass sie das nicht zulassen. Das ist. Ich glaube auch, dass das Spiel so programmiert ist. Just Cheap, wenn der Motherfucker hier irgendwas will, von wegen positive Stats, dann sofort Holzstock raus, Nägel reingeschlagen und Hose runter. Glaube ich. So, also so fühle ich mich. Ich werde die ganze Zeit hart anal gefistet von dem Spiel. Und ich kann trotzdem nicht aufhören zu spielen. Was heißt denn das? Heißt das, ich bin doch ein bisschen General Gay oder doch nur General Geil? Nee. So ein Schwachsinn und ein Degradierungsspiel. Supi, da lacht das her. Oh Mann, der wird jetzt auch denken, oh, da habe ich ja einen einfachen Gegner. Oh, ja, dann schauen wir mal. Oh, da habe ich aber einen schweren Gegner hier.
Ja, ist auch wichtig, dass ich beim Degradierungsspiel dann so jemanden kriege, der wirklich alles blockt. Weil ich darf ja auf gar keinen Fall eine Chance haben. Komm, mach einfach auf! Jawohl! Boah, da hat er noch ganz schön auf die Fresse bekommen und du bist da hinten im Eck, ne? Eine miese Scheiße ist das. Du kannst nichts anderes tun, ne? Dann lass ich ihn raus. Und er kommt rein und kickt mich. Was hast denn du da, Miguel? Einmal noch low und ich krieg hier einen Ausraster. Das war's. Schön. Danke, dass ich dich kicken durfte. Gefällt mir. I like. LOL! Krasser Wechsel. Schöner Wechsel vor allem. Also gefällt mir. Absolut geil. Aber das ist natürlich jetzt auch Hammer. Ja, du machst halt denselben Fehler wieder und ich nutze es halt eiskalt aus, ne? Naja, da weiß es einfach. Shit! Shit! My... Ja, da kommt dann nochmal Low, das hätte ich ahnen können. Weißt du, da gebe ich ihm am Anfang so gut und dann kommt er rein und lag mich einfach nochmal weg. Ja, das ist natürlich auch schön. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, willst du echt? Dann nehme ich dich. Also wenn du nicht raus willst, dann kein Act, Mann. Falls du mich jetzt gerade gewinnen hast lassen, dann... Ich hab geblockt. Das ist schon wieder so ein Moment, wo man sich denkt, du kleiner Lacker, Alter. Oh, shit. Gut, dass ich jetzt so viel abziehe. Shit. 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 Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sorry, Leute. Ja, das war scheiße. Das ist halt scheiße, sowas. Und das in der Final Round einfach. Dachtest du echt in der Ecke? Kannst du den Ding bringen? Oh, ja, das war's. Scheiße. Und dann pickt er mich und dann ist es einfach vorbei. Habt ihr gehört, es ist vorbei. Scheiße. So ein Dreck, Mann. So ein Dreck. Hat er nicht verdient? Doch, hat er verdient. Er war ziemlich gut. Aber... ja, scheiße ist es. Scheiße. Scheiße. Ich nehme jetzt zwei, dann habe ich vielleicht mehr Chancen. Ich glaube es zwar nicht jetzt so, aber... Man kann es ja mal probieren, ne? Martial Law. Oder doch sie. Nee, nee. Ohne Law geht es nicht, also. Also, ich kann nur mit Lars und Law was. Und mit Law eigentlich auch nicht wirklich viel. Die einzige Chance, die besteht, ist, dass Lars einfach ruled und dass er einfach die Gegner so wegbasht, dass mir die Zehennägel aufdreht. Also, andere Möglichkeit gibt's nicht, um einen Sieg rauszuholen. So, dann machen wir mal weiter. Ich bin schon auf, ja, okay. Das geht noch. 40 Minuten ist ja noch keine Zeit, ne? Ich bin dritter Dan. Ich fass es nicht. Ich bin fucking dritter Dan. Könnt kotzen, aber richtig. Das ist doch scheiße. Dritter Motherfucking Dan. Fantastic. Ach, Mann. Ja, was ist eigentlich mit der? Warum mache ich denn die nicht mehr?
Das würde auch mal ein paar Gegner schön wegficken, wenn ich die öfters bringen würde, die 10er-Kombo. Ich mach's halt einfach nicht, ich vergesse es, weil ich zu viel Angst habe. Da bestehen halt auch so viele Löcher, das sind so viele Löcher in der Combo, wo die Leute einfach zuschlagen können. Und wenn sie gut sind, machen sie das einfach. Ohne mich zu fragen, ohne vorher Rücksprache mit mir zu halten. Ah, Brian wieder und Kazuya, okay. Law hat einen besseren Law hat einen besseren Langvi-Lad. Das ist doch scheiße. Es passt nämlich nicht, das stimmt einfach nicht. Und dann auch noch eine Zweier-Verbindungsqualität, Junge. Why the fuck? Ah, du Penner, und dann packt er mich von hinten. Ja, den muss ich öfters machen, damit rechnen die Leute nicht. Ah, shit, warum zieht denn das so viel ab schon wieder? Ah, ja, okay. Ja, ich kann auch low kommen, so ist es nicht. Ja, der macht auch Spaß, ne? Round two. Fight. Komm schon, den finishen wir jetzt. Schön, schön. Hätte ich nicht gedacht, dass Law das auf die Reihe kriegt. Ah, fuck. Why? Hör doch jetzt mal auf hier. Du willst doch kein Perfect, ich weiß das doch. Willst du mich jetzt verarschen, Junge? Jetzt hatte ich ihn in der Ecke und ich lass ihn gehen, wie dumm! Er ist zu weit weg und wie dumm! Das wollte ich nicht. Ja, das war's, Alter. Ja, das war's. Komm schon, nimm ihn! Ach, schön, ey, schön.